Im Dezember 2000 verkündete Prinz Haakon von Norwegen die Verlobung mit seiner Liebsten Mette Marit. Das heutige Traumpaar hatte allerdings nicht gerade einen leichten Start. Wir blicken auf die Anfänge ihrer Beziehung zurück. Prinz Haakon traf seine Mette Marit erstmals 1996 in deren Heimatort Kristiansand im Süden Norwegens beim alljährlichen Quad-Festival. Damals war die schöne Blondine mit ihrem Sohn Marius schwanger. Erst 3 Jahre später trafen sie sich dort erneut und verliebten sich ineinander. Paul Hedlund, der ehemalige Pressechef des Festivals, beschreibt in seinem Buch über die Veranstaltung, wie die Beziehung des Paares begann. Sie verbrachten ihre erste gemeinsame Nacht zu Hause bei Morten Andreassen und waren die ganze Zeit zusammen. Sie hielten sich bedeckt, nur die engsten Freunde wussten, was da passierte. Haakons guter Freund Morten Andreassen hatte ihm die spätere Prinzessin vorgestellt. Erst 1 Jahr später erlebte diese zum ersten Mal den Ansturm der Presse. In seinem Buch beschreibt Hedlund, Mette Marit sei damals verzweifelt vor der Menge geflohen. Doch sie gewöhnte sich an das Leben im Rampenlicht. Heute sind Mette Marit und Prinz Haakon immer noch super glücklich zusammen und glänzen bei jedem Auftritt in der Öffentlichkeit.